Kann ich so? Ja. Okay. Und mich angucken, ne? Ja. Ja. So, zunächst erstmal Name und Funktion. Mein Name ist Joachim Gries, ich bin Einsatzleiter bei der Feuerwehr in Kassel. Welches Bild bot sich denn den Einsatzkräften? Als die Feuerwehr Kassel gegen 19.20 Uhr hier anrückte, fanden sie vor, dass durch einen Wasserrohrbruch auf dem Gelände der Bahn AG eine Menge Wasser oberirdisch in ein Haus eingedrungen ist und dort mehrere Keller überflutet waren. Was hat denn die Feuerwehr jetzt unternommen, dass man das eingrenzt, dass man das unter Kontrolle bekommt? Also in dem Haus wurden mehrere Pumpen eingesetzt, um einen Aufzugsschacht und einen Revisionsschacht leer zu pumpen. Und um das Haus drumherum wurde durch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Kassel ein ca. 50 Meter langer Graben gegraben, um das ablaufende oder beziehungsweise das zulaufende Wasser dort ablaufen zu lassen. Es ist ja ein angrenzendes Bahngelände. Was hat denn die Bahn unternommen in der Sache? Die Bahn hat über ihren Notfallplan versucht, die wichtigen Leute zu informieren. Bis dato ist aber noch nichts geschehen, um diese Quelle zum Versiegen zu bringen. Gut. Okay. Also das. Ich frage, gab es irgendwelche Besonderheiten? Gab es denn irgendwelche Besonderheiten? Das abgepumpte Wasser bzw. das umgeleitete Wasser wurde über das Kanalsystem der Stadt Kassel abgeleitet. Hier war für uns relativ schwierig, dadurch, dass wir mit Minustemperaturen und Schneefall zu tun hatten, dass sich die Kanaldeckel nicht öffnen ließen, weil sie eingefroren waren. Gut, wie viele Einsatzkräfte waren vor Ort? Im Einsatz waren insgesamt 5 Löschgruppenfahrzeuge der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr. Das sind dann ca. 50 Personen. Wie lange wird die ganze Sache noch dauern hier? Das Ende ist noch nicht absehbar. Ja, ich denke aber, dass wir bis Mitternacht dann hiermit fertig sind und erst dann den Hausmeister bzw. den Hauseigentümer die Einsatzstelle übergeben können. Was wird derzeit gemacht? Derzeit wird mit mehreren Leuten hier das Wasser aus den Kellern bzw. aus den Schächten gepumpt. Und wir haben festgestellt, dass der Graben, der zum Abfließen des Wassers, des Oberflächenwassers errichtet wurde, dass das funktioniert. Und auch das Abpumpen wird ja wahrscheinlich in 2 Stunden dann erledigt sein.
Gentlemen, kann ich euch kurz stören? Wir haben da oben an dem Haus haben wir einen Kanal aufgemacht. Und da läuft von hinten rum, da haben wir ja jetzt einen Schacht gemacht. Da läuft zu viel Dreck da rein, nicht dass euch das Ding verdreckt. Müsst ihr einfach gucken. Mal. Ne? Ja, machen wir. Ich vermute mal, der Regen werden wir wahrscheinlich sogar einen tiefer drauf machen müssen. Denn. Da muss der Renner da auch nochmal schaffen. Weil ich glaube nicht, dass er auch geht. Schritt hinter mir. Los. Hä? Oh, das ist schön. Der Einsatz. Das ist, glaube ich, um 5 Uhr von denen schon gemerkt worden und wir sind erst um 19 Uhr hier aufgeschlagen. Ach so, ja. Also wo es langsam dunkel wurde und... Warum ja. Du hörst es auch letztendlich, ich kann leider nicht die Niveaus herkommen. Ne, aber das ist halt jetzt erst verpackt und das wird jetzt auch noch für mich lange laufen. Und die Fläche, ich würde noch. Ne, nee, das ist.